So. Hier, guckt euch den Mann doch an. Guckt euch doch den Mann. Hier, Madri 12 mit einem kurzen, knackigen Kommentar. Fickt eure Mütter. So, großer. Kurzes Feedback. Fickt eure Mütter. Warum bin ich gebannt? Ich glaube, Madri, ich möchte dir nicht zu nah reden, aber viele aus dem Chat denken sich gerade das Gleiche. Ich denke es nicht. Aber da kommt sicher ein Kommentar wie, probier's halt mal selber, Madri. Einfach mal selber machen, ne? Großer. Von daher ein ganz klares nee. Nee. Water for Jamaica. Cooler Name. Top Berliner Döner ist echt Öjan Großer. Nordamerika, Charity Kings. Blackbee Family Strikes. Nazi-Treff. Das war Spaß, tut mir leid, sah einfach lustig aus, wie so ein Knecht solche Mädchen anspricht, kann alles gut. Aber wisst ihr, was da das Problem ist? In meinen Augen, dieser Kommentar Nazi-Treff hat nicht ansatzweise. Das ist so hinterher und das ist so Kopfschütteln und so. Komm, großer, was? Du heißt Water for Jamaica? Ach, großer, da reiche ich dir die Hand und zieh sie zurück. Kein Stream-Thema, plus eins, großer. Vamos, allein die Outfits, die wollen Time-Wasten, schwarze, lange Socken, graue Hose, tut weh, Übergang, deutsche Kartoffel, peinlich, FML, das sind ja auch Deutsche, haha. Keine Beleidigung, nur Feststellung. Letztendlich hat der Mann sich nicht schlimm verhalten, aber muss nicht mehr sein. Jeder hat eine zweite Chance verdient. Erst denken, dann schreiben. Mach es besser, großer. Sperre aufheben, ich heiße dich herzlich willkommen. Tun, warum guckst du sowas, Willi? Penis. Sehr schnell. Also die Gefühlslage bei dem Mann war sehr komisch, weil dann kloppt er einfach mal einen Penis rein. Die Frage ist, warum? Möchtest du uns was sagen? Liegt dir was auf dem Herzen? Ich habe gar nichts gemacht, gar nichts. Das, wisst ihr, was mich an solchen Sachen stört? Warum droppst du einfach dann Penis? Einfach, ja, gut, Penis. Was möchtest du damit uns mitteilen? Da muss doch irgendein Gedanke dabei sein. Wiederum ist die Begründung sehr gut, muss ich sagen. Gefällt mir. Ich gebe dir eine Chance. Manchmal kann diese Gutmütigkeit enttäuschen. Ich gebe dir diese Chance. Wenn du das ausnutzt, dann meldest du dich nochmal und wirst einfach komplett weggebannt. Dann war es das für dich. Sidney hat ein Bild von Feli geliked. Okay. War ein Versehen. So, 19.27 Uhr, 19.28 Uhr, 19.34 Uhr, 19.34 Uhr, 19.35 Uhr. Ja, tatsächlich war das ein Versehen. Also dieser Text, den hat er aus Versehen fünfmal geschrieben. Fünfmal aus Versehen. Musst immer so gucken, jeder, den du sperrst, bleibt für immer weg. Zweite Chance ist eigentlich immer nice. Ikenner, komplett, gebe ich dir komplett recht, aber manchmal möchte ich manchen Leuten auch keine zweite Chance geben, weil ganz, ganz weit aus dem Fenster gelehnt, Mörder und Vergewaltiger oder sonstige Kacke gibst du auch keine zweite Chance. Und manche Leute möchte ich dann auch einfach nicht in meinen Chat. Dann habe ich wenigstens... Dann habe ich diesen einen Zuschauer weniger, aber dann habe ich dafür 10 ehrliche zum Beispiel. Da bringt mir der 11. auch gar nichts, sage ich euch so, wie es ist. Deswegen ist das bei mir so ein bisschen schwierig. Mir gefällt, war ein Versehen, ist halt eine Lüge. So großer, dann schreib doch wenigstens, hey, du hast das nicht gesehen, was ich geschrieben habe oder sonstiges. War ein Versehen, glaube ich dir nicht. Einfach aufhören mit dem Lügen, weil... Da tust du allen einfach einen Gefallen und ich glaube auch dir selber. Deswegen gebe ich dir noch eine zweite Chance. Vielleicht ist das auch nur ein Versehen. Was denn? Twitch verdient man in einem siebenstelligen Betrag, muss nicht beantworten. Habe ich nicht gemacht. Bilanz, WL, macht der 10. Was ist das für eine Nase? Crazy Legend. Schwierig aus dem Kontext zu ziehen. Ich glaube, ich weiß, auf was er hinaus wollte. Das war sicher in irgendeinem Front. Aber warum wurde ich gebannt? Kann ich dir tatsächlich jetzt nicht sagen, aber ich vertraue meinen Mods, die wissen, was sie machen. War nicht, okay. Guck auf Uhrzeit, stimmt. Ja, kann ich jetzt nicht so nachvollziehen, aber ich sag dir so, wie es ist. Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal, großer. Herzlich willkommen! Wie kann man dir so machen wie Lost in... Ben baut ein. Toni, Lost Volk, ja, rein da rum und so. Liste von 16...
16-jährigen Willi, welche er am besten finden würde, Liste von 16-jährigen Willi, welche er es am besten finden würde, Liste von 16. War ein bisschen unnötig, dass ich das aufgeschrieben. Hä, was will er von mir? Was ist denn passiert? Hast du schlecht geschlafen? Bist du gegen eine Wand gelaufen? Liegt dir was auf dem Herzen? Ich verstehe nicht, was er mir mitteilen möchte. Ist ein Pedo oder was? Deine 16-Jährigen sollen deine Topfrauen zeigen. Ja, großer, ich hoffe, du bist unter 18. Wenn nicht, dann tu uns allen Gefallen und melde dich selber bei der Polizei. Ablehnen, was denn? Moin, wie geht's dir, Großer? Sympathisch? Moin, Großer, wie geht's dir? Moin, Großer, wie geht's dir? Moin, Großer, wie geht's dir? Willi, ich lieb dich. Fick deine Mutter, Scheißmut. Guck mal, erstmal, Nico, vielen, vielen Dank für deinen Support, mein Bester. Ich hab dich in einer Hinsicht auch lieb, aber was ich nicht nachvollziehen kann, du magst mich, du magst meine Streams, nehme ich an, aber die zu meinen Streams gehören Zuschauer und auch meine Mods. Und ich find's nicht cool, dass du meine Mods beleidigst, weil die mich wirklich krass unterstützen in den Streams. Deswegen überlasse ich meinen Mods die Entscheidung. Was sagt ihr? Damit hat er jeden einzelnen Mod angegriffen. Käfi weg. Chiara sagt weg. Er meint Nightbot, Willi. Aber er schreibt doch scheiß Mod. Ja, Mods entscheiden. Auch mal euch die Hand reichen. Was denn? Domi Schumich. 16 weiß es, nein, ja. Ich will einen Satz von dir sehen. Mag du geiler, mag du cooler. Kach, wer hier mag Moduk. Bei manchen Leuten ist bei mir so ein fettes Fragezeichen, wo ich mir denke, was willst du mir sagen? Was möchtest du mir mitgehen auf diesem Weg? Mann. Ja, ich gebe dir noch eine Chance. Nutz die, ich hoffe, du weißt das zu schätzen. Aber tu uns oder mir einen Gefallen, Domi. Probier einfach, dein Gehirn ein bisschen Entlastung zu geben. Das kannst du machen, indem du mal nach Zahlen machst. Vielleicht rückwärts von 100 runterzählst. Irgendwas, wo ein bisschen Entlastung wegkommt, okay? Deswegen lasse ich das Ganze mal. Oh, keiner weiß, worum es geht. Gibt es auch bei mir auch immer was für die Lippe? Verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht ansatzweise. Davor hat der Hampelmann eigentlich relativ cool geschrieben. Relativ cool geschrieben. Keiner weiß, worum es geht. Ist eine normale Frage. Tatsächlich weiß keiner, worum es geht. Deswegen, lasse ich das kurz und knackig. Ich gebe dir eine Chance, aber vielleicht nicht spammen oder so. Keine Ahnung. Dummkopf. Ist halt krass, ne? Lebt deine Mutter alleine? Hilfst du deiner Mutter? Kann mir einer einen Sub schenken? War eine dumme Frage, sorry, Großer, bist der Beste. Das finde ich immer kacke. Das finde ich immer kacke. Ich finde, niemand sollte wegen ein Sub geiern. Ich glaube, das ist eh schon ein richtig krasser Support, wenn Jungs sich hinstellen und Subs verschenken, weil das nicht selbstverständlich ist. Da muss man nicht auch nochmal explizit nach einem Sub geiern. Vielleicht einfach 5 Euro sparen oder so, wenn du unbedingt Sub sein willst, aber einfach das nächste Mal lassen, dann landest du hier auch nicht auf der Liste. Wir lassen den frei, den Mann. Die Zunge, was los? Star, Huire, kein Bock mehr auf dich. Dein Packler kotzt mich an, aber please entbann mich. Hä, was? Welches Packler, Großer? Bist du hier beim, du bist beim ganz verkehrten Kanal erstmal. Und wenn du keinen Bock mehr auf mich hast, dann kann ich das nachvollziehen, dann kannst du das auch reinschreiben. Aber die Kunst ist es, einfach wegzuschalten. Und ich komme dir entgegen, das kommt vielleicht ein bisschen kacke. Ich weiß nicht, ob ihr es nachvollziehen könnt. Aber wenn du keinen Bock mehr auf mich hast, dann muss ich dir tatsächlich sagen, musst du nicht hier sein, möchte ich nicht hier haben. Man sieht sich. So, wen haben wir hier? Lol. Willi, du Hornsohn. Grammatikalisch glaube ich nicht ganz richtig. Entweder ist das sein Nachname, Chat? Ist das sein Nachname? Also, ich weiß nicht, was er uns da mitteilen wollte. Ah, okay. Oder, ja. Irgendwie kann ich nicht ganz nachvollziehen. Hallo, liebe Mods. Ich entschuldige mich, Willi als HS beleidigt zu haben und ich werde es auch nie wieder tun. Oh, erstmal. Freundlich. Schön, dass es dir leid tut, dass du es gemacht hast. Der Grund ist erstmal, warum hast du es überhaupt gemacht? Weiß ich nicht.
Und ich werde es auch nie wieder tun. Finde ich cool, dass du sagst, dass du es nicht mehr machst. Fühle ich extrem. Und ich bin der Meinung, dass ich die Entschuldigung annehme und du auch nie wieder in meinen Chat schreiben kannst. Mach's gut, Großer. Vielleicht sieht man sich auf YouTube oder so nochmal. Da kann sie ja mal einen Kommentar da lassen. Keine zweite Chance. Leute, ich gebe keine zweite Chance, der mich als Hurensohn beleidigt. So. Nenn mich Dummkopf, nenn mich Stinker oder was weiß ich. Aber komm, Digga, ohne Sinn.